Mann, voll dreckig. Hallo miteinander, heute reisen wir ins Châteauneuf, die Region südliche Gotiron und die Heimat vom Grenache und weitere 12 Traubensorten, die man eigentlich dürfte in der Châteauneuf du Pape assemblieren, also mischen. Der Xavier Vignon ist beratender Önologe für verschiedene Weingüter, heisst, er gibt im Keller dort und da etwa mal einen Tipp. Und dort trifft er natürlich auch immer wieder auf Barrique, die ihn besonders interessieren. Und daraus macht er noch eine seine eigenen Abfüllungen unter Cuvée Anonyme. Cuvée Anonyme aus dem Châteauneuf hat jetzt gerade aktuell 95 Parkerpunkte bekommen. Das bedeutet als Winzer einen ordentlichen Ritterschlag. Und probieren wir das Ding, ob das wirklich 95 Punkte wert hat. Relativ hell, aber Grenache ist nicht wirklich eine Traubensorte, die sehr berühmt ist, dass sie dunkel könnte sein. Wow! Grenache hat, wie ich schon vorher gesagt habe, ordentlich Dampf und das merkt man schon in der Nase. Lakritze, dunkle Beere, ist noch ein Baby, würde ich sagen. Ich nehme es Wunder, die Nase verspricht sehr, sehr viel Frische und Grenache und Châteauneuf du Pape ist eher behäbig, schwer. Das erstaunt mich jetzt gerade ein bisschen, die Nase. Fast ein bisschen leichtfüßig, obwohl es ordentlich Alkohol hat. 14,5 Volumenprozent. Es hat Kraut, es hat Thymian, es hat Rosmarin. Es hat sehr viel Frucht, tiefrote Frucht, die man immer wieder drin rumschwimmen kann. Kann man kombinieren, wie man will. Das ist ein einfacher Mittag mit Penne, mit Spaghetti, mit Pizza. Aber die Klasse, die man definitiv hat, kann man ohne weiteres auch ein grosses Geköch. Ein Sonntagsbraten von der Mama. Sehr faszinierend, dass der Xavier das Produkt in die Flasche füllen kann. Ein Wein, den ich mir selber definitiv kaufen muss.